Hallo meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück in Murpington in Endzone, A World Apart. Ja, wir machen weiter hier, ne? Uns geht's gut, wir haben es geschafft, seitdem wir jetzt hier so ein bisschen die Geburtenraten erhöhen konnten, ja, boomt quasi Murpington und wird zwischen diesen beiden See. Das ist der Murp und das ist der Inkton. So haben wir diese beiden Seen genannt. Ja, werden wir jetzt hier quasi weiterhin hier florieren und weiterleben. Wir sind nur noch 3 Siedler davon entfernt, hier eine kleine Belohnung zu bekommen. Da gibt es Mais und Wasser. Super. Ich lasse einfach mal weiterlaufen. Derweil werden hier nochmal Sachen gebaut. Und ich freue mich darauf, bis hier die nächste Generation erwachsen wird. Das ist halt der Hammer. Schaut euch mal an, wie jetzt hier inzwischen halt die Kids groß werden. Und ja, es gibt leider... Es ist der Totengräber gestorben. Was für eine traurige Ironie. Wir machen aber auf jeden Fall weiter hier. Und es scheint einfach jetzt kein Ende zu nehmen. Ne? Wir haben jetzt einen kontinuierlichen Nachschub an Nachkommen. Ja, aber trotzdem fehlen uns hier einfach noch so ein paar Leute. Man könnte... Mit der Zeit tat... Was ist denn das eigentlich los? Immer noch Siedler ohne Schutzlampen. Warum kommen die hier eigentlich nicht dazu, um diese Strahlenschutzanzüge zu machen? Wir haben doch eigentlich alles dafür. Wahrscheinlich sind die Wege zu lang da, bis da oben, kann das sein? Ja, wir haben es nicht geschafft. Weil unsere egoistischen Siedler... Ja, damit meine ich euch. Nein, Spaß. Unsere egoistischen Siedler sterben lieber, als diese Mission zu erfüllen. Das nenne ich mal Fatalismus. Wo will ich jetzt... Komm, ich packe nochmal einen Sondierer da rein. Ich glaube, wir können noch mehr Sondierer gebrauchen. Noch mehr Sondierer und noch mehr Schrottsammler der erwachsenen Generation. So... Ja, ich glaube einfach, dass jetzt hier dann doch dieser romantische Platz dafür nicht ausgereicht hat, um diese Mission jetzt hier schneller hinzubekommen. Oh, und es ist wieder eine Dürre, die uns ins Land steht. Er ist immer nur ein Fragezeichen. Es ist immer nur ein Fragezeichen. Benötigt Stoff. Ja, dann baut ihn doch mal ab. Problem ist, glaube ich, dass... Auch hier haben wir genau das gleiche Problem. Ich glaube, der Stoff fließt permanent hier in solche Sachen rein, ne? Das war so ein bisschen das Problem. Die brauchen auch Stoff für diese Zelte. Jetzt wird hier gerade eine Menge Stoff produziert. Und ich sage jetzt einfach mal, dass diese Anlagen jetzt hier einfach mal nur noch Strahlenschutzanzüge bauen sollen. Ich bin auch gespannt, wie dann hier die Bevölkerung aussieht mit der Zeit. Wahrscheinlich würde es mehr Sinn machen, wenn ich das alles da oben noch hin verlagere. Aber dann fehlt wiederum, ja, dann ist der Köhler wieder zu weit weg und so. Es ist ja immer das Gleiche und am wenigsten brauchst du ja nicht Plastik dafür. Stoff brauchst du noch am meisten, wie ich gerade eben sehe. Und wir machen nochmal einen weiteren Sondierer. So, jetzt haben wir schon 7 Sondierer. Scheint echt eine Menge... Eine Menge zu tun zu haben. 21 Leute haben keine Strahlenschutzanzüge. Aber ihr seht, die Fragezeichen sind hier schon mal weg. Das heißt, hier wird gearbeitet. Der erste Strahlenschutzanzug ist ready. Das ist geil. Jetzt muss ihn bloß jemand holen, der ihn braucht. Wenn das jemand ist, dann möchte ich auch sehen, wie diese Leute dann aussehen. So, das möchte ich sehen, aber noch holt ihn keiner. Ich glaube, die Leute wissen einfach nicht, wie man mit sowas umgeht. Das wird sein. Oh doch, jetzt hat jemand den Strahlenschutzanzug geholt. Aber wer hat ihn geholt? Es muss doch jetzt jemand sein, der irgendwie ein bisschen besonders aussieht. I don't know. Naja, wir werden es schon rauskriegen. Ne? Mit der Zeit werden wir es ja sehen. Wenn immer mehr Leute Strahlenschutzanzüge tragen. Ich habe schon jetzt über 8400 Wasser. Und es wird mehr. Trotz Dürre, by the way, stieg jetzt hier gerade eben nur unser Wasser, weil wir noch eine Menge auf Lager haben.
Das musst du erstmal hinkriegen, in der Dürre mehr Wasser zu sammeln, als du es quasi verbrauchst. Weil wir haben da drüben ja noch diesen riesigen Kanister, ne? Mit 1000 Hektoliter Wasser. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Sandsturm. Ich möchte nicht. Ich möchte wirklich nicht. Aber ich kann es nicht verhindern. Wir können eigentlich sogar anfangen, jetzt hier mal richtige Metallwerkzeuge zu produzieren. Why not? Nicht mehr nur Schrottwerkzeuge? Nein, wir machen jetzt in Metall. Und da ist der Nebel, der Sandsturm. Hi. Ich hoffe, dass es noch mehr andere Naturkatastrophen gibt, denn ganz im Ernst, ein Sandsturm jetzt hier so mitten im waldigen Gebiet kommt mir auch nicht ganz so glaubhaft vor auf Dauer. Das könnte so vom... Also ich weiß nicht, was die Entwickler vorhaben. Vielleicht planen die ja auch oder haben die Ideen zumindest für unterschiedliche Biome. Ich weiß es nicht. Dann könnte da der Sandsturm toben, woanders könnte es dann halt einfach nur die Dürre geben. Oder einfach nur ein Gewittersturm. Ihr wisst schon, also es gibt ja auch Tornados sind vorstellbar, Erdbeben sind vorstellbar, theoretisch. Das ist eine Menge vorstellbar. So, und ich kann die Leute jetzt immer weiter noch rein assignen. Was ich cool fände, wäre, wenn man hier auch so eine Gewichtung machen könnte. So, das soll sind, keine Ahnung, 15 Wasserträger oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so der Grundstock. Und da wird als allererstes reingebuttert. Dann so eine Priorität setzen, 1, 2, 3 und so. Das hätte auch was. So, hier wird es der letzte Ertrag. Da kommen auch schon die Viecher, die jetzt hier was drauf düngen werden. Komm, leg dein Ei und dann mach dich vom Acker. Dankeschön. Und damit ist jetzt hier auch das Feld gedüngt. Es muss nur noch verteilt werden mit dem Rechen. So, oh Gott, jetzt haben wir schon 49 Erwachsene. Bin mal gespannt, wie weit wir es bringen, bevor uns hier der Laden auseinanderfliegt. Das ist halt die große Frage, ne? Wie viele Leute kann ich hier wirklich versorgen? Wie groß sind meine... Die sind immer noch hier bei 99%. Bauen und reparieren ist immer noch am Start. Ja, hier ist wieder jemand gestorben. Ich denke, ich brauche wieder einen weiteren Speicher. Keinen Recycler. Logistik, genau. Ich habe noch keinen Markt. Wir brauchen einen Markt, Freunde. Wäre hier der perfekte Ort. Ich habe keine Ahnung, was ein Markt tut. Was steht denn dran? Ein Markt, ein zentrales Gebäude zur Verteilung aller Ressourcen in der Siedlung. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier dem entspricht, was ich jetzt hier dringend brauche, aber ich klabastere jetzt hier mal einen Markt hin. Sieht für mich momentan brauchbar aus in dieser Position. So. Na, dann legt mal los. Wir brauchen eine Menge Zeug dafür, ich weiß, aber ich glaube, wir können es schaffen. Denn wir sind inzwischen viele. Außerdem haben wir bald Bier, wenn wir es richtig anfangen. Ach, da gibt es auch noch Logistiker. Aha. Also, ich weiß nicht, was das Gebäude wirklich von der Sinnhaftigkeit hat. Wahrscheinlich ist das dann so ein Gebäude, wo du dann zum Besten ins Zentrum klatscht und alles andere so drumherum und dann kümmern die sich drum. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist es dann auch jetzt hier quasi der Job, sage ich jetzt mal, der dann die Sachen zu den anderen Produktionsstätten bringt. Ich gebe ja zu, ich baue ja momentan nach Kraut- und Rübenschema. Organisch gewachsen ist das Ziel, so in der Art. Oh, das ging verflucht schnell. Bin gerade selbst überrascht und beeindruckt von unseren Möglichkeiten. Ja, der Markt ist da. Arbeitsfeld. Ja, Arbeitsfeld ist hier. Bin ich gespannt. Ich werde mal die nächsten Leute, die erwachsen werden, gleich mal zu Logistikern machen. Die Mathilda wird sein und der Thomas.
Aber wir müssen nur kurz nochmal ein bisschen die Geschwindigkeit erhöhen. Denn ansonsten passiert da nichts schnell genug. As you can see. Warte nur darauf, dass der Siedler da aufplöppt. Hallo Mathilda, du bist Logistiker. Mathilda läuft jetzt... Nee, keine Ahnung. Ich habe jetzt 9000 Wasser gesammelt. Also ich mache jetzt mal zwei Logistiker. Ich muss auch gerade mal schauen. Ach, da oben gibt es noch wahrlich genug einzusammeln. Sehr gut. Ich war mir gerade eben nicht sicher, ob ich da oben nicht eventuell schon irgendwie ins Leere greife, aber scheint nicht der Fall zu sein. Wir sind schon bei 65 Siedlern, Leute. Der Thomas wird jetzt gleich erwachsen. Und Trommelwirbel. Ich glaube, ich nehme jetzt hier drei Logistiker. Und ich denke, dass drei Logistiker jetzt wahrscheinlich von Anfang reichen. Dafür, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was die eigentlich tun. Ich habe nicht genügend Bauern. Das muss ich gerade eben mal ändern. Gerade Bauern weggestorben. Ab einem gewissen Punkt bist du, glaube ich, nur noch in diesem Menü hier. Und organisierst die Leute durch. Ein reines Organisationsspiel. Wir haben gleich 10.000 Wasser. Noch ein Bauer. Also ich habe das Gefühl, dass man theoretisch jedem Bauer ein Feld zuordnen kann. Oder was heißt Ort zuordnen? Das machen die ja von alleine. Kurz vor 10.000 Wasser sind wir jetzt. Wenn ich bedenke, wie knackig das damals war. Also. Romeo. Romeo da. Romeo da. Also da ist Romeo. Romeo da. Romeo ist da. Das habe ich begriffen. Okay. Jetzt habe ich wieder Köhler verloren. Schade. Den Schneider will ich nicht aufgeben. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich jetzt diese ganzen Jobs einfach mal voll bekomme. Ich frage mich halt auch, ob die das jetzt, also, ob das es hat ja eine Sättigungsgrenze, wie viele Leute diese kleinen Reproduktionsplätze jetzt hier, die Reproduktionszellen, um es mal neutral wissenschaftlich auszudrücken, letzten Endes erfüllen können, ne? Das darf man nicht vergessen. Also ich möchte einfach mal gucken, ob sich der Wert uns, also die Anzahl unserer Siedler irgendwann mal irgendwo stabilisiert. Scheint jetzt hier so bei 64, 65 sich momentan anfangen einzupendeln. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Nicht hundertprozentig. Aber wir beobachten es mal weiter. Also wenn es mal so bis zur nächsten Dürre netto hier keine Änderung gibt, dann wissen wir quasi, dass man dann mit 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bei so einer stabilen Phase von 65 rum sein könnte. Hier war es deutlich mehr Erwachsene, wie ich gerade eben sehe. Holy moly, ein weiterer Köhler tut Not, ein weiterer Förster wäre nett. Nochmal ein weiterer Wasserträger, nochmal ein weiterer Sammler, nochmal... ein weiterer Kräutersammler... Den Wirt brauchen wir leider noch nicht. Nur mal ein weiterer Jäger. Wenn ihr seht, jetzt fängt die Nahrungssituation an, ein bisschen in den interessanten Bereich. Was? Ich habe doch gerade eben einen Jäger assigned und das sind beide Dude. Ihr wollt mich veräppeln, oder? Na, es bleibt jetzt hier so bei 65 rum, ne? Wenn das so weitergeht, brauche ich auf jeden Fall mehr Getreide. Ich brauche mehr Getreide. Ja, scheitert der Aufgabe. I know, I know. Den bin ich jetzt auch schon hart am Überlegen. Oh.
Hier hat sich's ausgeförstet. Aber man sieht, die bauen halt auch immer wieder neue Sachen an. Also hier gibt's. Wir müssen das Arbeitsfeld wieder ändern. Also dann geht mal dahin. Kann man hier so richtig schön im Kreis arbeiten. Und ist wahrscheinlich bis dahin dann hier der Wald wieder fertig oder sowas in der Art. Ich fände es cool, wenn man zwei Kreise setzen könnte. Ein Kreis fürs Aufforsten, einen fürs Abforsten oder so. Kann man jetzt eigentlich inzwischen schon jetzt mehr Leute sehen, die jetzt mal. Die meisten tragen noch gar keine Schutzanzüge. Ah, da! Das ist ein Vollschutzanzug. Cool. Was ist denn das? Ach, unfruchtbar. Aber sehr zufrieden. Erlebt etwas. Eine Expedition wird es noch geben. Neugeborenes Kind. Strom. Ja, Strome müssen wir auch noch machen. Aber ich habe jetzt schon echt den Eindruck, Leute, guck mal an, es stabilisiert sich bei 64, 65. Das heißt, wenn wir es noch etwas extremer haben wollen, müssen wir ihnen Optionen bieten. Und das habe ich jetzt vor. Mhm. Mache ich mal da eine hin und warte mal, kann ich eigentlich auch Sachen wieder abreißen? Holz abbauen, alle Ressourcen, Pflanzen einsammeln. Denn ich kann ja anscheinend da, wo ich die Straße gebaut habe. Ah, hier, Straße entfernen. Genau, die muss jetzt hier entfernt werden. Dann kann ich nämlich hier noch eine Hütte bauen. Dann kann ich nämlich hier diese Situation auch noch verändern. Ach, ich habe keinen Baumeister mehr. Oh Gott. Ihr seht schon, es wäre wichtig, jetzt halt auch mal mehr Leute von jedem Job irgendwo zu haben. So, die Hütte ist auf jeden Fall jetzt schon mal am Start. Guck ich mal, was passiert, wenn ich dieses Ding hier mal ausbaue. Ja, das Problem ist jetzt so viel beschädigt, das muss alles erstmal gemacht werden, ne? Ich reduziere mal den Köhler und mache lieber nochmal einen zweiten Baumeister rein. Wir brauchen gerade eben zwei Baumeister. So, ich habe die Errungenschaft, it's over 9000. Wir hatten wahrscheinlich irgendwas von 10.000. Ich weiß nicht genau von was, aber wir hatten irgendwas von 10.000. Warum macht keiner die Straße weg? Scheint sich keiner zuständig zu fühlen. Es gibt wieder eine Dürre, aber die Dürre tut uns nicht weh. Das hier tut gerade eben weh. Dass keiner die Straße wegmachen will. So, jetzt haben wir das Haus hier mit diesem Wasserspeicher. Da wohnen auch jetzt schon gleich Julian und Hannah. Zwei junge Erwachsene, die sich gleich im modernsten Haus, was Merpington anzubieten hat, ihr Glück machen wollen. Das finde ich löblich. So, lassen wir jetzt mal zwei Baumeister drin, nochmal ein weiterer Förster rein. Bin gerade eben am Schauen. Komm, wir machen noch einen weiteren Jäger. Wir haben noch drei Bauern. Das ist die neueste Mode. Gelb. Das Gelb ist das neue Schwarz. Oder so. Alle tragen es jetzt. Aber ich habe echt das Gefühl, dass die nicht jetzt so in der Lage sind, es abzubauen. It's a bug or a feature? I don't know. But it seems so. Okay, dann würde ich aber mal sagen, wir fangen jetzt tatsächlich an, über Solarkollektoren zu sprechen, meine lieben Freunde. Wir sprechen nun über Solarkollektoren, denn sie kollekten für uns. Nicht im religiösen Sinne, sondern eher so im elektromagnetischen Spektrum. Irgendwo wird da wieder was geschustert. Das da hinten machen? Ich mach's tatsächlich da hinten, oder?
Oder hier, nee, hier ist halt einfach der Platz, ne? Der Platz. Ich mach's dahin. Was brauchen wir dafür? 12 Holz, 56 Schrott, 12 Metall und 20 Elektronik. Da dachten sich die lieben Entwickler aus Wiesbaden wohl, das wäre viel. Aber der Mörp hat vorgesorgt. So. Und so. Da seht ihr, Elektronik gar kein Problem. Jetzt bin ich gespannt. Ja, aber das werden wir erst beim nächsten Mal erleben, liebe Leute. Haha, ich bin so frech. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und ade.